Der Konsumentenwertemonitor wurde eigentlich initiiert, um eben auf präzise, aber doch verständliche Art aufzuzeigen, was die Werthaltungen von Menschen in einem bestimmten Bereich hier Food sind. Das soll einerseits dazu dienen, dass man die Gesellschaft und gesellschaftlichen Wandel besser verstehen kann. Andererseits soll es eben auch Produzenten und Händler dienen, um auf die Konsumenten besser verstehen zu können. Die wichtigste Erkenntnis und die uns eigentlich auch sehr überrascht hat, ist, dass die Skepsis, der Pessimismus der Konsumenten stark zugenommen hat. Das heißt, Konsumenten sind heute nicht zufrieden mit dem Angebot, das sie haben, und sie glauben auch nicht, dass sich das in Zukunft bessern wird. Hinzu kommt, dass die Konsumenten sehr viel stärker auf den Preis sensibilisiert sind und das eigentlich in eine negative Richtung, nämlich, dass sie im Vergleich zur letzten Erhebung das Gefühl haben, dass die Preise heute unfair seien. Und ein letzter Aspekt ist auch noch das Thema Nachhaltigkeit, das sehr viel stärker in den Köpfen der Konsumenten verankert ist. Konkret geht es also darum, folgende Fragen zu beantworten. Welche Werte sind Konsumenten im Zusammenhang mit Essen wichtig und wie haben sich die Werte in den letzten Jahren verändert? Wir wollten gewissermaßen einmal tief in die Köpfe der Konsumenten blicken. Es hat sich dann angeboten, mit den Methoden der Next Practice kann man auch sehr spannende Untersuchungen machen, hat man Zugang gewissermaßen eben auch zu den unbewussten Werten und Wünschen der Konsumenten. Das sozusagen, was im Kopf vorgeht, wenn wir im Laden oder in einem Restaurant darüber entscheiden, was wir jetzt essen wollen. Und dazu möchte ich Sie eigentlich bitten, jetzt gleich im Anschluss jemanden zu finden hier, den Sie nicht kennen, und das kurz diskutieren. Aus Sicht der Produkte ist es sicher sehr, sehr wichtig, dass man auf die Bedürfnisse der Kunden besser eingeht. Wenn wir jetzt, wir haben heute gesehen, Ursprung, denkbar wäre, dass man im frischen Bereich gar keine Verpackungen mehr anbietet. Denkbar wäre, dass man Milch selber abfüllen könnte. Also so richtig Bauernhof-Feeling im Lebensmittelladen. Die Lebensmittelindustrie hat eigentlich so große Chancen wie noch nie, weil es gibt ein Riesenpotenzial von unerfüllten Sehnsüchten und es gibt auch viele spannende Ansätze, wie man diese Sehnsüchte, wie man diesen entgegenkommen kann. Also da gibt es Potenzial, Möglichkeiten für Innovation und hier auch Chancen, der Erste zu sein, der mit neuen Konzepten auch Aufsehen erregt in einem Markt, der ziemlich gesättigt ist und der ja nicht mehr wirklich wächst, weil wenn der Bauch voll ist, ist er voll. Also wir können nicht immer mehr essen.